Darum beharrt man Bürger, dass man die Armen würde. Dazu baut man Burgen, damit man den Armen an die Kehle gehen kann. So verfasste es der Dichter, der sich Freidank nannte, zur Zeit des Kaisers Friedrichs II. Burgen, das war also nichts Romantisches. Burgen wurden als Sinnbilder gehobener Stellung auf die Karte geklopft. Sie waren aber auch die Zentren ausbeuterischer Macht über das Volk. Sie waren militärische Stützpunkte, wirtschaftliche und soziale Mittelpunkte und kulturelle Anziehungspunkte. Gaukler, Spielleute und Minnesänger waren die unterhaltsamen Lohngäste. Und Burgen gibt es in der Pfalz gar viele. Viele, wie etwa hier der Berwartstein, der einst in der Hand von cholerischen und streitsüchtigen Burgvögten, wie dem Ritter Hans von Trotta, im Volksmund genannt Hans Trapp, der vom Berwartstein aus einst die Gegend terrorisierte und insbesondere mit der nahen Reichsstadt Weißenburg, heute im Elsass in Frankreich gelegen, in Dauerfehde stand. Der Berwartstein ist übrigens die einzige Burg der Pfalz, die auch heute noch bewohnt ist. Der Drachenfels bei Busenberg ist eine der ganz typischen Felsenburgen der Pfalz. Große Teile der Burganlage sind nicht gemauert, sondern in den Fels gehauen. Der Drachenfels gehört zu den dereinst besonders wehrhaften Burganlagen im Dahner Felsenland. Der Drachenfels war eine sogenannte Ganerbenburg, das heißt, mehrere Familien teilten sich den Besitz. Zu diesen Ganerben gehörte unter anderem auch Franz von Sickingen, den man gerne den letzten Ritter nennt. Wegen des fehdefreudigen Franz von Sickingen wurde der Drachenfels 1523 geschleift. Drum werfen wir also noch einen etwas ausführlicheren Blick auf die wichtigste Burg des Franz von Sickingen, die Burg Nahnstein bei Landstuhl, unweit Kaiserslautern. Deine Seele fliegt hoch, so sagte Götz von Berlichingen, der Ritter mit der eisernen Hand, in Goethes berühmtem Schauspiel zu seinem Standesbruder Sickingen. Sickingen focht einen einsamen und aussichtslosen Kampf gegen die neue Zeit. Er träumte von einem starken deutschen Reich, in dem die Ritter das Sagen haben und die mächtigen Territorialherren schweigen müssten. Nun, die Geschichte ließ sich von diesem waffenrasselnden Träumer nicht aufhalten, und drei Landesfürsten zeigten ihm die dominierende Macht. Und so fand der Sickinger anlässlich der Belagerung durch den Erzbischof von Trier, den hessischen Landgrafen und den pfälzischen Kurfürsten im Jahre 1523 den Tod.
Tschüss.